grüß euch. Normalerweise lese ich ja keine Zeitung, weil der Wahrheitsgehalt mir einfach zu gering ist in den Zeitungen. Aber diesmal lese ich die Unterkärntner Nachrichten. Warum? Weil auf der Seite 6 ist ein Bericht von mir. Ah, genau, da bin ich interviewt worden. Und ja, also Kärntner Nachrichten, Seite 6. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja das ganze Interview online gestellt. Das kannst du dir da anschauen. Und ich bin eben gespannt, wie die Unterkärntner Nachrichten über einen spirituellen Waldguru berichten werden. Vorab, ich habe es jetzt schon gelesen, gell? Vorab, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Artikel. Ja, also es ist eigentlich ein guter Artikel für das, dass es um Hanf und Spiritualität geht und Esoterik. Also, ja, okay, ich werde mal das verlesen. Also, bei unter dem Foto steht Robert Pugelnick auf seinem Hanffeld. Im Hintergrund seine Großbefeldungsanlage in Form einer Pyramide, die den Pflanzen einen Pust verleiht, sie also schneller wachsen lässt und ihnen positive Energie verleiht. Der 39-Jährige steht im legalen Hanf seine Zukunft. Also der 39-Jährige sieht im legalen Hanf seine Zukunft. So, Überschrift: Der Waldguru von Lavamünd. Er züchtet Hanf und spricht mit den Toten. Ja, genau so steht es da. Spricht mit den Toten. Ja, das stimmt. Ja, ich kann mit Toten reden. Ja, aber das ist jetzt nicht mein Hauptding. Schon Jahre nicht mehr mein Hauptding. Es war mal mein Hauptding. Also ich habe Jahre mich damit beschäftigt und ganz, ganz, ganz viele, viele, viele Seelen ins Licht geschickt und habe auch größere Aktionen gemacht, um eben Orte zu bereinigen aus den Kriegen und alles Mögliche. Also da habe ich viel, lang, aber eben irgendwann habe ich gesagt, okay, mit dem Leben, ja. Aber eben, wenn einer Probleme hat, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Aber es ist jetzt nicht mein Hauptding. Aber da steht, sprecht mit den Toten, das ist ein guter Aufmacher. Wow, 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 das muss man dann durchlesen. Also ist ja eigentlich ein guter Aufmacher, ja. Aber eigentlich hätte ich ihn gebeten, dass er das mit den Toten vielleicht nicht in Fokus stellt, weil ich bin eher für Nanokristalle und eher für Hanf und weiß nicht, was als Fokus oder meine Energetikausbildung oder sonst irgendwas, aber eben die Toten, ja, die Zirgen. Also, der Waldguru von Lavamünd, er züchtet Hanf und spricht mit den Toten. Der 39-jährige Robert Pugelnick verdient sich sein Geld. Ich kann irgendwie nicht lesen, das ist unglaublich, echt. Der 39-jährige Robert Pugelnick verdiente sich sein Geld als Einzelhandelskaufmann, ehe er die Energetik, das Lavantal und den Hanf entdeckte. Er ist aber auch anderweitig begabt, wie er im Interview mitteilte. Das Interview ist von Horst Kackel, jetzt zeige ich euch auch noch einmal, von diesem Mann da. Genau. Ist ein total netter Kerl, super, hat mir gut gefallen. Netter Typ, Realist und bodenständig, aber offen für andere Sachen. Finde ich gut. Also, Lavamünd. Das ist bei mir da gleich in der Nähe, ich wohne in der Gemeinde. Ja. Das hat etwas. Der Redakteur der Unterkärntner Nachrichten sitzt mit Robert Pugelnick, dem Waldguru, mitten in einem Handfeld und führt ein Gespräch. Die Sonne scheint, eine Kamera läuft. Denn Pugelnick ist nicht nur Hanfbauer und Energetiker, er ist auch YouTuber und wird eine Aufnahme des Interviews auf dem Internetkanal online stellen. Internetkanal Waldguru Spirit. Einfach Waldguru eine tippen, Waldguru Hanf, Waldguru Interview, findet man alles mit Waldguru. Online stellen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wer Hanf anbaut, muss nicht ahnungslos in geschäftlichen Belangen sein. Pugelnick vermarktet sich hervorragend. Schon sein Äußeres mit wallendem Bart, gärtenschlanker Figur und drei Lederbändern samt Heilkristallen und Amulett um den Hals verleiht ihm Authentizität. So hat ein Heiler auszusehen, sagt man sich. Ja, schönes Interview. Es war mitten, ich habe das Interview gesehen, mitten im Hanffeld, total chillig, hat mir voll gut gefallen. Und das hat mir gefragt, wer Hanf anbaut, muss nicht ahnungslos in geschäftlichen Belangen sein. Oh, jeder, der Hanf anbaut, hatte keine Ahnung vom Geschäft oder so. Ja, das ist ein Blödsinn. Ja, das sind Profis unterwegs im Hanfbereich.
Okay, weiter geht's. Der Hanf und die Inspiration. Der Waldguru, das ist mein Künstlername, sagt Robert Pugelnick, folgt stets seiner Inspiration. Die hat ihm heuer eingeflüstert, ein neues Projekt zu starten. Also züchtet er jetzt in der Gemeinde Lavermünd Hanf auf seiner High Spirit CBD Plantage. Nein, dort wächst nicht das böse Gras, von dem man high wird und das der Gesetzgeber, der Eingerauchte nicht mag, aus gutem Grund verboten hat. Pugelnick baut CBD-Hanf an, völlig legal, angemeldet, genehmigt und vom Beamten kontrolliert. Die Pflanzen enthalten fast kein THC. Ja, stimmt, voll wenig. 0,008%. Legal in der ganzen EU überall. Fast kein THC. Also, die Pflanzen enthalten fast kein THC, also jenen Stoff, der als Rauschgift qualifiziert ist und der die Jugend so gaga macht. Wer Pugelnicks Hanf raucht, verdreht nicht verzückt die Augen und wiegt sich zu Right Rabbit von Jefferson Airplane sanft in den Hüften. Okay, ja, da treffen, wie soll ich sagen, die verträumte Vorstellungswelt des Redakteurs trifft auf Hanfwirklichkeit. Und das Bild ist eben Augen verzückt die Augen, bla bla bla, ja, okay. Wenn einem kotzübel ist, okay, wie oft das gekommen ist, zum einen, weil der Gesetzgeber untersagt, die CBD-Blüten zu rauchen, weshalb sie in einem Schälchen abgebrannt, als Öl eingenommen oder als Tee getrunken werden müssen. Zum anderen, weil sie eher medizinisch wirken, entkrampfend, entzündungshemmend, schmerzlösend, angstlösend, oder wenn einem kotzübel ist. Ja, es hilft Hanf voll gut gegen Nebenwirkungen der Chemotherapie zum Beispiel, eben gegen diese Übelkeit. Ja. Kotzübel. Helfen Sie auch gegen Krebs, war die Frage. Mein Hanf unterstützt die Heilung, sagt Pugelnick. Er zwingt die Krebszellen zum Zelltod. Das ist ein Zitat von hanfinstitut.at. Ja. Apropos Tod. Der 39-jährige Vater zweier Kinder hatte heuer ein bisschen Pech mit dem Hanf. Das Wetter war zu feucht, die Blüten setzten Schimmel an. Und Schimmeltee kann kein Mensch saufen. Pugelnick lässt sich davon die gute Laune nicht verderben. Wir konnten nur ein Fünftel ernten und ich hoffe, die Investitionen kommen wieder herein. Ja genau, ein Fünftel haben wir ernten können. Also, jetzt kannst du sagen, 90% der Teeernte ist verschimmelt. Aber eben die Blüten für die Hanfshops und so weiter, schaut alles super aus. Ja. Weil alles, was schimmelig ist, wird weggeschmissen, rigoros, und nur die schönsten Sachen bleiben übrig. Ja. Und heuer war eben, es war sehr feucht und dann hat es eben diese 5 Tage Regen und dann hat der Schimmel angefangen. Dann kannst du schmeißen dann. Ja, ich verkaufe keinen Schimmel ja. Unverdrossen wird er 2019 einen neuen Versuch starten. Schließlich soll der Hanf seine Hauptgeldquelle werden. Und ist ab November unter www.waldguru-cbd.at käuflich erwerbbar. Super. Der Erfolg ist garantiert. Der gebürtige Villacher, der Liebe zu seiner heutigen Frau wegen vor 8 Jahren ins schöne Lavantal zog, hat eine Großbefeldungsanlage erfunden. Einen Cannabis-Booster, der den Pflanzen Beine macht. Ich habe 2 Jahre lang mit Gemüse experimentiert, sagt Pugelnick. Es wächst viel besser und wird sehr groß. Ja, so schaut's aus. So. Gemüse experimentiert. Ja genau, die Cannabis-Booster-Technologie wird eben eingesetzt auf diesem Feld. Das heißt, ihr schafft ein positives Frequenzfeld, in dem die Pflanze auf ganz vielen Ebenen die Information kriegt, wachse, gedeihe, es ist super, es ist voll schön. Sie spürt einfach diese gute Energie, die da aufgebaut wird. Ja, ich könnte das halt noch hochkomplex erklären, aber ich glaube, das reicht den meisten ja mal. So, dann ist da ein Zitat von mir. Die Verstorbenen wissen oft nicht, dass sie tot sind. Sie gehen nach Hause und wundern sich. Robert Buggen. Dass er genau das ausnimmt. Ja, warum nicht? Ja, das geht ja um Tod. Ja, es geht um Hanf, oder? Das Geheimnis dahinter, eine Pyramide auf dem Feld, in der ein Plexiglasturm und ein Frequenzmodulator eingebaut sind, die mit dem Erdmagnetfeld kommunizieren.
Boden, Pflanzen, Journalisten, die darauf sitzen, alles wird positiv beeinflusst und gibt seine Energie später wieder ab. Beispielsweise an jene, die den Hanftee trinken oder an die Leser der Unterkärntner Nachrichten, die diese Zeilen studieren. Bugelnick kann das, weil er auch Frequenzforscher ist. Als solcher produziert und verkauft er Nanokristalle, auf die er Heilfrequenzen gespeichert hat, wodurch körperliche Beschwerden gelindert werden. Nachzulesen auf www.bugelnick.at. Sehr gut. Nur da ist ein Tippfehler drin. Da steht Bugelnick.at. Das heißt Bugelnick. Der Name ist immer richtig geschrieben, bis auf da. Okay. Bugelnick.at. Ja, auch im Erstellen von Internetseiten ist Bugelnick ganz vorn dabei. Ja, stimmt. Die ganzen neuen CBD-Seiten und auch die anderen Seiten, die habe ich alle selber gemacht. Ja, auch die ganzen Bilder, Fotografie und Texte und so weiter. Das stammt alles von mir. Und ja, mittlerweile bin ich schon ganz gut. Eigentlich ist er gelernter Einzelhandelskaufmann, arbeitete bei einer Lebensmittelkette, begann sich dort aber zu langweilen. Also nahm er andere Jobs an, 16 an der Zahl. Dazwischen entdeckte er die Energetik und ließ sich darin ausbilden. Ja, also ich habe viele Jobs gemacht und viel gelernt und ich habe 6-7 Berufe mittlerweile. Und die entdeckte nicht die Energetik, sondern die hat, die Energetik ist mein Leben. Ja. Geh ins Licht. Verbindung zum Übersinnlichen hatte er schon lange. Ich mache das heute nicht mehr, aber bereits als Kind konnte ich mit Verstorbenen reden. Was sagen die denn? Sie wissen oft nicht, dass sie tot sind, meint Bugelnick. Etwa, wenn sie bei einem Unfall ums Leben kamen. Sie gehen nach Hause und wundern sich, dass niemand sie sehen kann. Sie haben Angst davor, ins Licht zu gehen und wenden sich an Energetiker, die mit ihnen sprechen können. Von denen erhalten sie den Rat, geh ins Licht. Dahinter wartet nichts Böses, nur ein neues Leben. Das hat er schön zusammengefasst. Also das ist wirklich eine schöne Zusammenfassung auf wenigen Zeilen. Bugelnick selbst hätte keine Angst, wenn er morgen ins Licht gehen müsste. Ich habe alles erreicht, sagt er, ich bin mit Gott und der Erde im Einklang. So richtig glaubt er aber nicht daran, dass es bald mit ihm vorbei sein könnte. Ich werde ein cooler alter Mann. Wer wünscht sich das nicht? Ja, also, alles zusammen. Feiner Artikel. Da geht es eben um den Hanf, es geht um die Großbefeldungsanlage, es geht um die Heilfrequenzforschung, es geht um die Spiritkristalle, es geht um spirituelle Themen, eben jetzt um den Tod, aber es geht um spirituelle Themen. Ich finde, das ist ein guter Artikel von einem Mensch geschrieben, der eben nicht tiefer spirituell ist. Ja, aber sehr gut, sage ich danke. Herr Horst Kackel, ich sage danke. Ich lasse mich jederzeit wieder von Ihnen interviewen. Ich muss sagen, das ist ein positives Erlebnis mit den Unterkärntner Nachrichten, weil Sie haben da eigentlich ein total heikles Thema aufgegriffen, nämlich das Thema Hanf und das Thema Tod und Energetika und Verstorbene und ins Licht und tralala. Das ist jetzt eigentlich kein Mainstream-Thema. Ja, und somit finde ich super, super gemacht, gefällt mir gut. Danke unter Kärntner Nachrichten. Ja, jederzeit wieder. Ja, liebe Zuseher, jetzt habt ihr das Interview gehört. Ich werde noch Fotos davon schießen und sie jetzt dann beim Video am Ende dazu tun. Dann kann man Pause, Stopp drücken und sich das noch einmal durchlesen. Ja, okay. Finde ich super. Das ist die Unterkärntner Zeitung Nummer 40, wenn es interessiert. Ja, okay. Also dann. Seid gesegnet, schöne Zeit, bis bald einmal und besucht mich auf meiner Homepage oder eben Facebook oder YouTube oder bin ja überall im Netz zu finden. Einfach Waldguru eingeben und dann findet ihr Sachen von mir. Also dann, ciao, pfiat euch.